Also, wir vereinen hier alle Kompetenzen unserer großen Firmengruppe, der IBG. Wir haben Absaugtechnik von Herr drin, wir haben Schneidtechnik von Thermacut drin, wir haben Schweißtechnik von Binzel drin und von SmartRay wird am Ende das Teil, das wir produzieren, kontrolliert. Ich kann mir schon denken, was es wird, aber ich bin mal gespannt. So, richtig. Rein. Los geht's. Ah, ihr merkt schon, dass es... Was ich jetzt gut finde, auf der Messe habt ihr das natürlich alles so geschlossen. Nach unten wird abgesaugt, genau, dass ich mich hier bewegen kann. Und man kann das sehen, live erleben. Genau, du kannst dir nicht wehtun, aber du siehst es trotzdem live. Ja. Jetzt sieht man schon ein bisschen, was es werden wird. Okay. Oh. Okay, eine Flasche schon mal. Was ist der nächste Step? Der nächste Step ist jetzt live schweißen mit unserer iRob 501 Pro, mit dem Kinetic-Prozess, weil das ist nämlich ein Edelstahlteil, was er da drauf legt. Und unten ist Schwarzstahl. Ah, eine Schwarz-Weiß-Verbindung. Genau. Das ist ja nicht ganz so trivial, ohne, aber trotzdem keine Augen verblitzen. Man sieht aber trotzdem, dass es live schweißen ist. Was macht diese Box gerade? Da ist der ein paar Mal eingetaucht. Das ist eine Reinigungsstation, dass du den Brenner halt immer wieder zwischendurch von Spritzern befreist, wenn er überhaupt welche hat. Okay. Der Draht wird abgeschnitten und er kriegt so ein Spray reingesprüht. Das ist gut für die Verschleißteile. So eine Line muss ja 24 Stunden im Grunde laufen können. Die Wartung macht zwischendurch diese schöne Reinigungsstation. Ah, da kommt es schon. Das können wir ja nachher noch mal, oder kann Arthur sich nachher noch mal angucken. Sogar. Das finde ich toll. So, jetzt kommt er. Das sieht man leider auf der anderen Seite, aber... Komm, ich gehe mal ein bisschen vor. Der wird jetzt gescannt, ob alles in Ordnung ist. Genau. Die wir hier auch gerne dem Igor schenken, sind natürlich ein bisschen beschichtet. Ja, weil die hier rausfallen, sind jetzt brutal heiß. Die sind eben, genau. Aber jeder, der sich die Fertigungsstraße erklären lässt, die können gerne so ein Ding mitnehmen und das kann man an die Wand schrauben. Vielen Dank. Hat mich gefreut, dass dich das auch interessiert und begeistert.